Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich bei den Radio Buttons. Wir haben uns den Konstruktor angesehen, wir haben gelernt, wie wir Variablen einbinden und an verschiedene gleiche Objekte anbinden. Und in diesem Video werden wir uns dann anschauen, wie wir das Ganze mit einer Funktionalität versehen. So, der Radio-Button wird immer den Befehl ausführen, sobald sich sein Zustand geändert hat. So, und wir tippen hier hinten einfach mal ein: Command ist gleich wechsle Bild. Das ist schon unsere Funktion, die wir oben hatten. Und das müssen wir dann gleich auch noch einprogrammieren. Aber das ist keine große Sache. So. Das füge ich jetzt jedem Radio-Button hinzu, denn jeder Radio-Button soll von der einen Funktion aus gesteuert werden. So, das ist auch noch ein Unterschied. Bei den Knöpfen hatten wir unterschiedliche Sachen und bei den Labels hatten wir sozusagen die Auswahl auf eine Funktion. Und hier haben wir das auch, aber ein kleines bisschen anders. So, und hier oben brauche ich jetzt gar nicht diese ganzen Sachen, sondern brauche nur mein Label und da muss ich das Image ändern. Und wie mache ich das? Ich muss den Index von dem Image aus dem Rückgabewert errechnen und glücklicherweise stimmt der hier mit unserer Liste, mit der Image-Liste überein. Das heißt, ich muss mir einfach nur den Wert rausholen und dann sagen, das ist auch der Index von der Liste mit den Bildern. Und wie mache ich das? Ich schreibe hinein, Icon hieß unsere Variable, icon.get. So, und das war es schon. Mehr muss ich gar nicht machen. IconGet holt uns den Wert aus der Variablen heraus, aus dieser TKInter-Variable und wandelt die um in einen ganz normalen Datenwert. Wenn Icon jetzt ein String wäre, würde ich hier einen String zurückbekommen. Und wenn Icon eine Zahl mit Kommastelle wäre, würde ich hier eine Variable Double bekommen. Aber da Icon mit Int war, also mit einer Ganzzahlvariable konstruiert wurde, bekomme ich hier auch eine Ganzzahl heraus, also einen Integer. So, und der passt dann auch genau in unsere Liste hinein. So, ich speichere das Ganze und lasse es laufen. So, er gibt uns keine Fehlermeldung aus, das ist schon mal sehr angenehm. So, jetzt klicke ich mal auf Ameisenbär und siehe da, es ändert sich. Mandel, Apfel, Bakterie, Gehirn und super. So, und ihr seht, das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache, sich solche Radio-Buttons zu erstellen. Und ich könnte euch jetzt noch zeigen, aber das könnt ihr gerne selber ausprobieren, noch einen 6. und 7. Radio-Button darunter zu setzen und denen aber eine andere Variable zuzuweisen. Und dann werdet ihr merken, dass die Radio-Buttons sich automatisch zusammenfügen zu einer Gruppe über die gemeinsame Variable. Das wird also wohl vom Interpreter so gleich mitinterpretiert. Und wenn ich da weitere Radio-Buttons drunter setze, aber mit einer anderen Variable, die hier angesteuert wird, dann können die auch unabhängig voneinander gedrückt werden. So. Aber das könnt ihr euch mal selbst ausprobieren und mal gucken, was ihr damit alles anstellen könnt. Ich denke, erstmal ist es wichtig, dass ihr wisst, mit dem Command und mit dem gleichen Command-Befehl kann man hier sozusagen alle 6 Radio-Buttons bedienen. Gut,
Das war's mit den Radio-Buttons erstmal. Es gibt noch ein bisschen mehr dazu zu sagen, aber das sind dann so die ganz großen Feinheiten von der GUI-Programmierung, finde ich zumindest. Vielleicht seid ihr anderer Meinung. So, wenn ihr Fragen dazu habt, unten in die Kommentare hinein und ich werde gucken, was ich für euch tun kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und da werden wir uns dann die Checkboxes ansehen, die sozusagen die Alternative zu den Radio-Buttons darstellen, aber eben auch ein bisschen anders gehandelt werden müssen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.